Herzlich willkommen zu einem kleinen Angezockt. Wir spielen Yet Another Zombie Defense 2. Sperriger Name, kleines spaßiges Spiel. Den Key habe ich freundlicherweise von den Entwicklern bekommen. Trotzdem schaue ich mir das ganz unvoreingenommen an. Eigentlich sind diese Art Spiele nicht so meins, aber hey, schauen wir doch einfach mal rein. Und für eine kleine Mark oder kleinen Euro gibt es das auf Steam auf jeden Fall zu erwerben. Wir schauen mal eben kurz rein, was können wir dann machen. Es gibt verschiedene Spielmodi, wie man hier schon sieht. Entweder Defense, Endless Night oder Deathmatch. Defense ist Reach Night 7 in Defense Mode to unlock this mode. Okay. Das heißt, wir müssen den erst erreichen. Nehmen wir hier den SWAT, ist ja egal. Play locally. Ja, spielen wir lokal. Man kann es auch online spielen oder im LAN. Und ja, man sieht, das bin ich, Night One. Und um was geht es? Wir müssen Zombies abschießen, die hier zahlreich kommen. Ich habe den Sound mal so ein bisschen runtergestellt. Können wir gleich mal ein bisschen höher drehen. So, Geld einsammeln, weil wir müssen unsere Basis ausbauen. Ich spiele ganz klassisch mit Tastatur und Maus. Es sollte eigentlich auch mit Pad spielbar sein. Das kann jeder halten, wie er will. Wie er halt besser klarkommt. Und ihr werdet sehen, so ganz weit komme ich sowieso nicht. Denn ja, ich bin da einfach schlecht drin. So, das war schon die erste Runde. So, wir haben jetzt Geld verdient. Und zwar hier unten links seht ihr das $3.750. Und dafür können wir uns jetzt hier verschiedene Sachen kaufen und ausbauen. Und ich würde sagen, wir bauen mal hier erstmal eine einfache Bodenbarrikade. Wo ist sie denn? Ach da. Okay. Ist ein bisschen einfach gehalten von der Grafik her, aber es erfüllt seinen Zweck. So, dann setzen wir die mal dahin. Oder ich kann auch hier eine elektrische Barrikade bauen. Die kostet natürlich gleich mal 1500. Das ist mir ein bisschen viel. Autoturret. Was haben wir noch? Turret, Mark 2, Minen und so weiter und so fort. Wir können auch dementsprechend unsere Waffen aufrüsten. Wir haben momentan eine Pistole mit unendlich Munition. Es gibt Flammenwerfer, Shotgun, die berühmte Schrotflinte, Sniper Rifle und. Das Zeug kostet natürlich auch mal eben hier so ein Laser für 26.000. Da müssen wir noch ein paar Runden machen. Ich bleibe mal einfach klassisch bei der Pistole, weil die unendlich Munition hat. Dann bauen wir uns hier mal so ein paar weitere Barrikaden mal nach unten. Achso, Place. So, zack. Die kann ich auch wegnehmen und sonstiges. Irgendwie man sieht, die Zombies bleiben ja auch alle liegen. Und dann gehen wir mal in die nächste Runde. Mal schauen, ob wir da überhaupt noch weiterkommen. Night 2. Toughness. Mal 1-1, Damage 1, Speed 1. Okay. Das heißt, jede Runde wird schwieriger. Naja, geh schon drauf. So, ich weiß gar nicht, wie weit ich laufen kann. Ah, da oben ist Schluss. Ich habe die Helligkeit ein bisschen hochgezogen. Man sieht, die Zombies werden auch schon ein bisschen aggressiver. Was gibt es hier? Energie anscheinend. Na komm, geh drauf. So, Goodiebags gibt es auch. Eine Kiste aufgesammelt. Keine Ahnung, was da drin war. Werden wir gleich mal schauen. So, ach, da ist noch einer. Komm her. Zack, 100 Health. Sehr gut. Das war's? Nee, da ist noch einer. Ah, wir haben die Kiste nicht bekommen. So, wir haben ein Level Up. Das gibt es nämlich auch noch. Was können wir dann als erstes machen? Reload Speed ist mir gerade mal egal. Movement Speed könnte ich mal ein bisschen hochsetzen. Health Regeneration, Health Points haben wir noch und Pickup Range. Ja gut, das ist jetzt gerade mal nicht so. Ich mache mal die Movement Speed etwas hoch. Aufgrund der Tatsache, dass wir dann uns besser vor den Zombies verstecken können. Mehr oder weniger. So, dann wollen wir hier mal ein bisschen weiter ausbauen. Zack. Machen das mal ein bisschen kleiner. So,
So, ein bisschen gelbe Halbe, über 4000 haben wir noch. Armort. Wir nehmen wir noch hier die andere Barrikade rein, dann haben wir die auch mal gesehen. Place. Ja, sieht schon ein bisschen anders aus. Und dann nehmen wir auch noch mal eine elektrische rein. Zack. So, was haben wir denn noch? Auto Turret kostet 6 Scheine. Den haben wir natürlich nicht. Und dann nehmen wir hier noch mal eine Kettensäge. Ist bestimmt nicht schlecht. Komm, die holen wir uns mal. Waffenwechsel weiß ich jetzt gerade nicht. Müsste eigentlich mit dem Mausrad sein. So, dann gucken wir mal hier hin. Night 3. Ammo Left Infinite ist okay. Ja, mit dem Mausrad kann ich hier wechseln. Und die ist natürlich auch unlimitiert von der Munition her. Wäre doof, wenn ich nachtanken müsste. Yeah. Ist aber nicht sehr effektiv. Alter. Alter, Alter, Alter. Hau ab. Ist natürlich nicht sehr gerade durchschlagskräftig. Das kleine Pistölchen hier. Two Grenades, okay. Das heißt, Waffen oder so sammeln wir hier auch noch auf. Zack. Der ganze Loot ist weg. Die sieht doof. So, Geld einsammeln und das war's schon wieder. Das war die Nacht Nummer 3, ne? Nicht schlecht. So, ja, hier haben sie ein bisschen aufgeräumt. Das ist natürlich ungünstig. Wie viel haben wir denn jetzt? 5100 Cash haben wir. Dann nehmen wir hier mal die nächste Barrikade. Um das hier mal ein bisschen zu verstärken. So, ein bisschen Geld behalten wir über. Dann schauen wir gerade noch mal. Eine Mine kostet 300, Store 2, was? Okay, also wir haben jetzt 2 aufgesammelt. Das heißt, die packen wir mal hier hin. So, kaufen tun wir jetzt keine. Dann würde ich sagen, was haben wir noch an Waffen, die wir kaufen können? Grenade. SMG, was ist das? Maschine Gun nehme ich mal an. Kaufe mal. Fertig. So, kann ich denn? Ah ja, okay. Hier kann ich noch Munition kaufen. Kostet 45. Beziehungsweise Quatsch, die kostet 600 und wir haben nichts mehr. Okay. Nächstes Level. Kettensäge. SMG. Ah, okay. Ist man auch gut mit beraten, in den weiteren Runden sich natürlich weiter auszurüsten. Weil es nicht weniger werden. Ob die Charakterwahl zum Anfang eine Auswirkung hat, weiß ich nicht. Ich denke aber eher nicht. Das ist halt persönliche Vorliebe, welchen man nimmt. Also unlimitierte Munition ist natürlich sehr praktisch. Jetzt sind nämlich ganz schön viele. So, jetzt haben sie mal eine Barrikade durchlaufen. Autsch. Oh. Hells gibt's auch, aber ich bin fast tot. Yeah, sauber. Geld. Gut, dass sie noch über waren. So, und ich auch noch. Und dann haben wir das. Ich will das Geld, ich will das Geld, ich will das. Ach Mann! So, was machen wir denn? Health Points würde ich sagen, 50% mehr, ne? Reload Speed ist momentan noch uninteressant. Health Regeneration 2468%. Pickup Range ist mir auch. Ja, die könnte ich natürlich auch hochnehmen. Ich gehe mal lieber erst auf Health.
um vielleicht ein bisschen länger zu überleben. So, was haben wir denn noch? 3200 Ammo Sale. Achso, ich kann die auch verkaufen. Okay. Nö, lassen wir mal. So, was haben wir denn jetzt noch hier für schöne Sachen? Ich muss hier mal meine Barrikaden wieder aufbauen. Das ist die, okay. Wirklich lange halten die ja nicht auf. So, dann können wir hier nochmal eben, was kostet eine Mine? 225. Die hat hier schon ganz gut gelegen. Und hier muss ich nochmal eben kurz eine Barrikade zwischensetzen. Da kommt sie hin. Und dann schauen wir mal, ob wir die fünfte Nacht auch überleben. Na, von wo kommen sie? 94.000 Punkte haben wir mittlerweile. Auf jeden Fall wird der Zeigefinger gut beansprucht. Ach so, warte mal, das ist die falsche Waffe, sehe ich gerade. Hätte ich nämlich zurückladen, nachladen müssen. Alter, 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 was ist denn hier los? So, die sind schon mal in die Mine reingelaufen. Das ist schon mal ganz praktisch. Jetzt habe ich die alle nach rechts rüber gezogen. Das Problem ist, da liegt jetzt mein Pickup. Ah, Hilfe! Im Koop macht das bestimmt auch noch Haufen Laune. Na, komm schon. Das Doofe ist, wenn jetzt unten der Loot verschwindet. Schauen wir mal eben. Das war nämlich links in Ruhe. Ja, das ist doof. Also müsste ich doch die Pickup-Range nachher mal erweitern, sofern wir das überleben. Denn das Zeug verschwindet. Und das ist uncool. Ja. Ah, was haben wir denn da jetzt gekriegt? Habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe es nicht lesen können. Ja. Und tschüss. So. Irgendwo tut noch einer rum? Nö, wir sind durch. Cool. Machen wir die Elektro. Ja, die sind ja eigentlich hier immer durchgekommen, ne? Eine können wir uns noch leisten. So. Ja, das reicht erstmal. Setzen wir hier noch eine normale hin und behalten wieder ein bisschen Geld über. Und dann schauen wir mal, was die nächste Nacht bringt. Night 6. Ja, das 7 Nächte müssen wir überstehen, damit der nächste Modus freigeschaltet wird. Ich fürchte, das wird die letzte Nacht sein hier. Die halten jetzt auch ein bisschen mehr aus, glaube ich. Doof ist, wie gesagt, wenn ich meine Dings nicht aufsammeln kann. Den Loot. Alter, 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 jetzt ist aber hier, ich würde sagen, Zappenduster, aber noch nicht ganz. Interessant ist, wenn man zum Anfang die Dunkelheit etwas niedriger einstellt oder höher einstellt. Alter, 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 au ab, au ab, au ab. Dann siehst du nämlich nicht so schnell, wo die wegkommen. Ich habe jetzt hier halt die Möglichkeit, den Radius sehr groß zu ziehen. Ansonsten würdest du nämlich hier in diesem Bereich gar nichts sehen. Das wäre nämlich pechschwarz. Und ja, das macht es nicht einfacher. Oh. Das war jetzt wichtig. Wenn man ein paar Mal gespielt hat, dann ist es gar nicht so ganz schwer. Ich denke mal in späteren Level. Alter, ich will den Stern haben. Invisibility. Okay, ich bin unsichtbar.
Nicht, dass ich das wüsste oder merke. Komm, lass mal eine Barrikade in Ruhe. So, das war's auch. Was nehmen wir denn jetzt? Pickup Range, ne? Dann nehmen wir mehr Health Points. Komm, wir machen Health Points rein, das ist viel wichtiger. So. Dann placen wir hier mal die nächste Barrikade. Und hier haben wir noch... was haben wir denn? Auto-Turret. Komm, will ich auch noch mal sehen. Ist ja ein... mehr oder weniger Let's Show. Dann machen wir diese Runde noch. Und Next Level. Haben wir eh kein Geld mehr. Ups. So, will ich mal hoffen, dass das Ding auch funktioniert. So wie es soll. Ja, super. Ich hätte vielleicht eventuell dann noch was mitmachen müssen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht drauf geachtet. Wahrscheinlich hätte ich noch Munition kaufen müssen. Nicht Depp. Naja. Miss. Speed Boost. Da, den brauche ich ja gerade mal. Alter, 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 nicht einkreisen. Wie man sieht, sind da schon mittlerweile ein paar mehr Zombies geworden. Aua, aua, aua. Und die halten ganz schön viel aus im Moment. Ich bin übrigens jetzt gerade nicht mehr geboostet. Alter, Alter, Alter. Ja, super, jetzt habe ich die nächsten am Hacken. Hey, ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Keine Ahnung wofür. Ich spiele mich gerade grottenschlecht. Weil ich überhaupt nichts von dem Blut einsammle. Und ich quasi nur im Rückzug bin. Alter, jetzt. Schon drauf. Oh oh. Meine Health geht zu Neige. Das Dumme ist, ich konnte vorhin den Health-Button nicht sammeln. Der ist despawned ist. So, das war's. Naja, nicht gerade viel eingesammelt, aber hey. Zumindest ist jetzt unsere Gesundheit wieder oben. Ja, den Auto-Turret habe ich nicht verstanden. Ich bin da immer so ein bisschen grenzdebil. Nein. So, Place. Wir machen mal einfach die normale hier rein. Und die auch nochmal. Komm her. Achso, Place muss ich, da muss ich also, alles klar. Da kommt auch noch eine. Nee, nicht. Place, zack, bei. Zack. So, dann schauen wir mal, ob wir noch eine Runde schaffen. Next Level, Night 8, Toughness 1,6, Damage 1,5, Speed 1,6. Okay, das sind natürlich die Werte der Zombies. Mit jeder Runde wird's schwieriger. Ist doch logisch. Alter, Alter, hier ist ein hier los. Hilfe. Oh oh. So, jetzt habe ich ein Problem, jetzt habe ich sie nämlich alle hinter mir. Erstmal mit treffen. Da jetzt. Geh schon. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe, mein Finger! Wow. Wie sind das denn? 100 oder was? Kommt mir vor wie bei Walking Dead. Nur dass sie bei Walking Dead ein bisschen langsamer sind. In der Regel. Es liegt hier wieder genau da, wo ich es nicht gebrauchen kann. Hilfe! Nur mal hier noch ein bisschen Kettensägen. Massaker.
Hey, jetzt ist es sogar viel einfacher. Ja, oder auch nicht. You are dead. Das soll es dann auch gewesen sein. Da rennt er durch die Gegend. You are dead. Was? Or undead already. Alles klar. Score 343.000. Könnte schlagen. Mit Sicherheit. World Rank. Auch schön. 304.000 von 362.000. Naja, da muss ich noch mal ein bisschen üben. 8 Nächte, 199 Zombies gekillt, Cash Spend 26.000. Da hat man gerade gesehen, wie die Elektrofalle losging. Ja, vielen Dank für euer Interesse, für dieses kleine Angezockt. Das Spiel gibt es für, glaube ich, 2 Euro auf Steam. Für mal zwischendurch, bestimmt eine launige Sache. Und dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht sehen wir uns demnächst mal bei einem weiteren Angezockt auf diesem Kanal. Bis dann, ciao.